So, weil wir die Blackboat Map gefunden haben, kriegen wir jetzt erstmal wieder eine extra Mission. Kennen wir schon, hatten wir in der normalen Kampagne auch, nur dass diesmal eben ein kleines bisschen schwieriger wird. So. Vor allem haben wir diesmal jetzt auch mal wieder zwei Armeen. Ich brauche hier allerdings auf jeden Fall Rachel. Und weil ich Nell noch nicht habe, werde ich sie mit Jake paaren. Was hat denn da Jake hier noch? Ach ja, das sind die Skills. Das ist die erweiterte Skillreihe von der ersten hier. Das gleiche in besser. Ja, dann... Was machen wir? Die Skills von Jake passen eigentlich soweit. Bei Rage, ich brauche allerdings jetzt die erhöhte Kriegsnebelsicht. Das hier brauchen wir. Glück brauchen wir immer. Wir könnten noch mehr Kriegsnebelsicht machen. Oder ich gebe ihr noch mehr zusätzlichen Base Repair. Wobei, da hätten wir den hier noch besser. Rachel mit diesem Skill ist übrigens ziemlich krass, dann sie repariert dann auf ihren Basen jede Runde 5 HP. Kostet dann zwar eine Menge, aber du kannst Rachel nicht mehr sicher auf einer Basis angreifen. Den Skill kann man immer brauchen. Wobei, auch wenn wir hier jetzt nicht wirklich viel zu kaufen haben, ich glaube, ich nehme echt noch den hier mit. Und bei Jake nehme ich ihn noch auch lieber mal mit, anstatt der Star Power. Den da. Star Power braucht der gute Jake jetzt nicht so dringend. Die Sache ist nur, ich lasse Jake anfangen. Colin und Sascha auf dieser Seite, gut, war mal eine Option, da ich mit den beiden sowieso hauptsächlich mit der Startarmee spiele. Eignen sich hier eigentlich Kanbei und Sonja besser. Was können wir Kanbei denn so an Skills geben? Ja gut. Normalerweise gebe ich ihnen Glück, aber... Sonja ist sowieso so ein starker Kriegsnebel-Co. Naja. Das sollte eigentlich erstmal genügen. Ich sehe wahrscheinlich jetzt gleich eh ein gutes Stück mehr. Ja, ich sehe ihre ganze Armee da unten. Das gefällt mir. Okay, wir müssen jetzt sowieso erstmal wieder schauen, was wir da kaputt machen müssen. Erstmal alles, was wir kriegen können. Und vor allem Neo-Tanks. Wie kommt man den da ran? Den würde ich dann erstmal besser positionieren. Du kriegst zumindest die Infanterie da kaputt, das ist doch auch schon mal was. Wir haben hier sogar einen Missile. Eine Missile ist super, um ein bisschen zu spähen. Speer eignet sich für sowas schon eigentlich besser. Ich habe mich zwar jetzt genau in seine Reichweite da reingestellt, aber das muss mir jetzt ausnahmsweise mal egal sein. So, zuallererst mal. Die
ihn, da müssen wir auf jeden Fall noch kaputt schießen, weil der steht auch in der Reichweite für meinen Medium Tank. Erstmal so viel wie möglich einfach nur anschwächen. Dann besteht die Wahrscheinlichkeit, dass er seine Einheiten zusammen vereint. Dachte, da war doch noch was. Chaka hat schon fast seine Gabe voll. Das ist fast seine Spezialgabe, muss man ja sagen. Ach, dafür haben wir eine Missile. Nächste Runde kommen sie mir schon mit Attack Power, das sehe ich jetzt schon. Bin am überlegen, ob es eine gute Idee war, den Panzer dorthin zu stellen. Tot. Ja, perfekt. Ich komme mit dem an nichts ran. Macht einfach mal einen taktischen Rückzug. Und wir wechseln mal kurz die Kurs. Attack Power haben die beiden sowieso schon. Ich mich deswegen zumindest schon mal nicht mehr zurückhalten. Der Kampfpanzer da hinten interessiert mich jetzt gerade nicht wirklich. Der erreicht meine Einheiten da hinten so oder so nicht. Schießen wir ihm doch einmal mal die Speer kaputt. Medium Tank weg. Und das U-Boot hier, das können wir dann auch schon mal anschießen. Mal ran. So, wenn ich die Runde überlebe, dann habe ich es eigentlich schon wieder geschafft. Allzu viel zu befürchten. Die zweite Runde wird halt noch heftig. Sehr schön, der greift nur mit dem Speer an. Was für ein Idiot.
beide seine Kopter in einer Runde kaputt. So, und nach all dem Chaos immer noch keine Tech Power. Na, schauen wir mal, vielleicht können wir noch eine vollchargen. Oh, den Kopter kommen wir jetzt doch nicht ran. Na dann, müssen wir halt anders irgendwie an unser Zeug rankommen. Erreiche ich mit dem jetzt echt nur diesen Speer? Sonst nur irgendwelche komischen Blackboats? Na dann. Schießen wir halt den Speer kaputt. Gerade so am Überlegen. Wenn ich da jetzt... Schwierig. Reicht höchstwahrscheinlich. Ja, mit dem kann es reichen. Probieren wir es einmal mal. Wenn wir einen Attack voll kriegen, ist gut. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Schade. Ich hätte jetzt dazu gerne eine Attack Power reingeschmissen. Aber gut. Da muss es eine Super Core Power tun. Die Raketen brauche ich jetzt auf jeden Fall. Ich nerv diese Raketenwerfer hier immer noch. Jetzt habe ich versehentlich den Emulator kleiner gezogen. Ich muss mal ganz kurz eine kleine Pause machen, um das Ganze wieder richtig hinzurichten. Einen Moment bitte. So, da bin ich wieder. Ich weiß immer noch nicht, ob es perfekt ist. Ich müsste die Aufnahme einmal kurz komplett beenden, um das nochmal richtig hinzurichten. Aber ich spiele es einfach mal so weiter. Zumindest dieses Level spiele ich noch fertig. Danach mache ich eine kurze Pause und schau mal, ob ich das Ganze dann wieder richtig hinrichten muss. So. Dann schauen wir mal, was die jetzt machen. Wir schießen erstmal meinen Jagdpanzer kaputt. Na dann kriegt er jetzt den hier ab. Gibt's heute mal ein paar Super Core Powers anstatt immer nur Tech Powers. Haben wir wenigstens so viel Abwechslung hier. Die erhöhte Fernwaffenreichweite von Jake. Seiner Super Core Power. Direkt schade, dass ich nirgendwo von der Ebene aus angreifen kann. Solange dieser Raketenwerfer dasteht, gehe ich hier nicht weiter nach vorne.
lieber von der Ebene aus angreifen. Dann gibt es einen sicheren K.O. Und komm. Haben wir nichts zu verlieren, wenn wir das machen. So Leute, ich muss mal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen. Ich habe gerade Besuch bekommen. Einen Moment bitte. So Leute, da bin ich wieder. Besuch ist endlich da. Es ist auch mittlerweile 1 Uhr morgens. Ja, ist ein bisschen länger geblieben, als ich gedacht hätte, aber gut. War ja auch Chrissy. Aber gut, ihr habt davon ja nichts mitbekommen. Ihr habt da bestenfalls einen kleinen Cut mit drin. So, dann fahre ich dieses Battleship mal hier hin. Dann habe ich ja alles in Reichweite, ohne von irgendwas außer dieser Artillerie getroffen werden zu können. Dann fahren wir das Ding gleich dahin. Nur für den Fall der Fälle. So. Ich werde jetzt dennoch die Co. hier wechseln. Dann will er mein U-Boot angreifen. Das ist allerdings nicht sonderlich effektiv. Ja, und da wechseln sie wieder. Nun wirklich kann ich die Idioten immer noch nicht wegrufen. Sonja auch mal ran. Der Raketenwerfer muss jetzt endlich weg. Fertig hier. Oh, die haben ja nochmal eine Attack Power. Das könnte jetzt nochmal lustig werden. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll. Wir haben jetzt vielleicht 6 HP runtergeschossen.
Gott, das war minimal unexpected. Ach ja, stimmt. Das geht erst wieder nächste Runde. Stelle ich die beiden Artis da erstmal zur Verteidigung hin. Habe ich einen schönen Choke Point. Mit Jake und Rachel kann ich ja schon fast nichts mehr machen. Oh, aber ich habe einen Tech Power mit den beiden. Bringt mir nur leider fast gar nichts. Außer, dass ich schneller vorankomme. Ich glaube, die hebe ich mir eine Runde lang noch auf. Zwischen den beiden haben wir auch, sehen wir jetzt auch zum ersten Mal, oder? Battle Standard. Bis zum Hafen. Lass ich es einfach da stehen. Ist wieder dran. Das Schlachtschiff hat immer noch Munition, ich bin erstaunt. Der hat sogar auch noch welche. In den restlichen Wäldern ist ja hier, denke ich mal, nichts mehr.
Frage, was ist schneller, wenn ich mit dem hier jetzt da raufgehe? Vielleicht 1, 2, 3, 4 Züge minimal. Denen hier brauche ich 1, 2, 3, 4. Ja, geht genauso schnell. Ich glaube aber, mit wem habe ich in einer Runde mehr vernichtet? Ich glaube, es geht sowieso am schnellsten, wenn ich es einfach kaputt mache. Wir haben ja echt nicht mehr viel. Bestenfalls noch ein paar Blackboards irgendwo rumstehen. Frage ist nur wo. So eine grobe Vermutung habe ich ja. Wo da noch was sein könnte. Mal einfach, dass es das gewesen ist. Ja, das war's. Dann kriegen wir auch unseren ersten A-Rang dafür. Aber auch wieder ein paar Level-Ups.